Grüezi liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sobald das Wetter mitmacht, sind Grillfans im Hoch und können sich trotz steigender Temperaturen auf tiefere Preise freuen. Neben mariniertem Schweinefleisch und Wattländerli von Coop Naturaplan offeriert Ihnen unsere Metzgereiabteilung zurzeit nämlich auch St. Galler Kalbsbratwürste zum Aktionspreis. Bei weitem nicht nur Fleisch, Geflügel oder Fisch eignet sich zum Grillieren. Auch Gemüse und Früchte lassen sich auf der heißen Glut köstlich zubereiten. Gell, Andy? Richtig. Das zeigen die einfachen Rezepte, die wir heute zusammen ausprobieren. Grüß euch miteinander. Heute mal aus einer anderen Umgebung. Zuerst eine Marinade aus dem Saft von einer halben Zitrone mit Paprika, Pfeffer, Knoblauch, wenig Salz und 3 Esslöffel Olivenöl verlieren. Dann gehe ich waschen und rüsten. Auf der einen Seite fächerförmig einschneiden, mit Raclette-Käse füllen, mit der Marinade bepimseln, in die Alufolie einschlagen und ca. 20 Minuten grillieren. Ein weiterer Veggie-Vorschlag: Tofu, Peperoni und Champignon, Zwiebeln, Zucchetti und Cherrytomaten abwechslungsweise aufspießen, mit der Marinade bepinseln und während ca. 20 Minuten grillieren. Die Idee für die fleischlosen Grilladen oder Beilagen zu einem Stück Fleisch findet ihr wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche jetzt schon einen guten Grillsommer und natürlich schönes Wetter. Auf Wiedersehen. Danke, Andy. Wie wir gerade gesehen haben, hat Andy Zaug für die Marinade Olivenöl gebraucht. Warum das gut ist, weiss unser Experte in Sachen mediterraner Küche und Olivenöl. Herr Dr. Peter Balmer, was für eine Rolle spielt das Olivenöl in der mediterranen Ernährung? Olivenöl ist eine ganz wichtige Komponente der mediterranen Ernährung. Original haben die Kreter über 50% von ihrer Energie als Fett zugeführt. Und von diesem Fett sind eben über 80% Olivenöl gewesen, also ein besonders gesundes Öl. Daneben ist die Ernährung reich an Gemüse, Früchten und verschiedenen Kornprodukten, vor allem natürlich in Form von Teigwaren und Brot. Fleisch wird in der Regel eher spärlich zu sich geführt. Und wenn Fleisch, dann eher weisse Fleischsorten, zum Beispiel Geflügel. Nicht zu vergessen, weil auch ganz wichtig ist natürlich der Fisch. Und auf was sollte man achten beim Kauf von Olivenöl? Ich empfehle Ihnen, das Olivenöl zu kaufen, das Ihnen geschmacklich am besten passt. Das ist für mich das Wichtigste. Olivenöl kann man für die kalte und für die warme Küche brauchen. Man kann es sogar bis 180 Grad erhitzen und damit kann man eigentlich auch anbraten. Wie jedes Öl sollte Olivenöl in der Bratpfanne natürlich nicht rauchen, sonst ist es kaputt. Es ist nicht sinnvoll, kaltpresstes Öl zu brauchen für zum Anbraten oder überhaupt zum Erhitzen in der Pfanne. Danke, Herr Balmer. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Garten. Die Frage lautet: Wie heisst das neue Olivenöl von Bertolli mit einem kräftigen, fruchtigen Aroma? Robusto, Buon Gusto oder Gustoso? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Robusto, hat Xenia Wiederkehr. Du hast 2 Tageskarten an der Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola gewonnen. Herzliche Gratulation und besten Dank allen fürs Mitmachen. Eingefleischte Grillfans mit weniger grossen Gärten empfehle ich übrigens den Gasgrill Campinggas Expert Deluxe aus dem grossen Angebot in unseren Bau- und Hobbymärkten. Gasgrill sind beliebt, weil es schneller geht, nicht raucht und wegen der Keramik oder Lavastau auch weniger störend qualmt. Auch zu putzen gibt es weniger wegen der sauberen Energie. Wer auf echten Holzkohlengeschmack nicht will verzichten und die ursprüngliche Grillatmosphäre bevorzugt, findet in unserem Bau und Hobby neben dem entsprechenden Zubehör auch den Holzkohlengrill Azzurro Extra. Das Modell hat eine neu entwickelte und patentierte Zündkammer. Die Holzkohle lässt sich mit einem Gasanzünder bequem per Knopfdruck anzünden und ist schon nach 10 Minuten zum Grillieren bereit. Damit das Grillieren weiterhin Freude macht und nicht durch einen Brand zur negativen Erfahrung wird, stellt die Beratungsstelle für Brandverhütung in Zusammenarbeit mit Coop einen Flyer mit wertvollen Tipps zur aktiven Brandverhütung zur Verfügung. Den Flyer können Sie ab sofort in unseren Läden beziehen. Das Coop-Studio meldet sich nach einer Sommerpause zurück. Vergessen Sie nicht, unsere beiden Coop-Projekte Manna und Bio Tavola an der Expo 02 zu besuchen.
Bis im September, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.